Einen wunderschönen guten Morgen aus meinem prachtvollen Garten hier, wenn es mal mein Garten wäre. Es ist jetzt schon so heiß, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, irgendwo hinzufahren. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich es keine Stunde hier aushalten werde, auch wenn es hier einen Pool gibt und alles. Aber ja, mein Plan ist es heute, einen neuen Strand hier in Uluwatu zu erkunden. Es soll der längste Strand sein, den es hier gibt, 1,5 Kilometer lang. Und dort werde ich mit einem Motorradtaxi hinfahren. Das wird wohl wieder eine lange Fahrt werden mit etwas Adrenalin. Aber anders kommt man hier nicht voran. Es gibt nicht wirklich Busse und ja, selbstfahren auf keinen Fall. Ja, darum muss ich mich mit einem Motorradtaxi begnügen. Ja, ich packe jetzt erstmal zusammen und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu. Mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, ich gehe jetzt doch erstmal frühstücken, habe ich beschlossen. Und ich habe heute ein langes Shirt an, weil ich sonst einen Sonnenbrand kriege. Also ich bin schon gestern noch ein bisschen rot und will halt verhindern, dass es noch mehr rot wird. Boah, ist ja voll schwierig. Hier ist erstmal die Speisekarte und hier ist das Wi-Fi. Und wenn man fertig ist zum Ordern, dann muss man hier auf den Knopf drücken. Es ist so, so lecker. Ich bin angekommen und dann jetzt noch hier bergab einen schönen Fußmarsch. Ui, der Weg ist echt steil, aber dafür habe ich jetzt hier ein schönes Panorama. Können wir gleich mal von oben gucken. Hier die Gegend ist echt hügelig, auch jetzt an der Straße. Da muss man echt sich ordentlich festhalten auf dem Moped. Der Weg hier runter ist echt nicht zu verachten. Ich laufe jetzt schon 15 Minuten. Und wer den steilen Weg nicht laufen möchte, der kann hier sich ein Motortaxi kaufen. Kostet 1,45 Euro. Meine Fahrt hierher, die 10 Minuten mit dem Grab, haben 70 Cent gekostet. Also ich würde sagen, ein gutes Training. Der Nyangnyang Beach ist der längste Strand hier auf Uluwatu. Er ist 1,5 Kilometer lang. Und es gibt ein paar Warungs hier und den Rest schaue ich mir jetzt an. Der Sand hier ist feinkörniger Kies. Hier vorne am Ufer ist es etwas steinig. Im Vergleich zum Dreamland Beach kann man hier gut im Wasser stehen. Die Wellen sind da draußen richtig riesig. Aber hier ist kein Sand, sondern hier sind Steine, stellenweise auch Seeigel. Also hier sind wirklich Badeschuhe erforderlich. Und so ist jetzt auch Low Tide. Wir haben jetzt den niedrigsten Punkt schon hinter uns und sind auf dem Weg zur Flut. Beide Strände sind kostenlos. Der Dreamland Beach und jetzt auch der Nyangnyang Beach.
So, gleich bin ich da hinten angekommen. Um die Ecke kann ich jetzt nicht mehr, weil ja jetzt gleich die Flut kommt. Oder besser gesagt, das Wasser zunehmend ist, komme ich nicht mehr um die Kurve. Und hier hinten ist noch eine kleine Bar. Da gibt es kalte Kokosnüsse. Mal sehen, vielleicht werde ich mich auf dem Rückweg da niederlassen. Hier sind die Wellen richtig hoch. Und ja, hier kann man Muscheln sammeln. Hier waren dann auch kleine Krabben. Ich sehe übrigens nicht, wo ich was filme. Ein paar werde ich auch mitnehmen. Also hier hinten ganz am Ende ist es tatsächlich am schönsten, auch zum Baden. Hier kommt man schon relativ weit rein ins Wasser. Ich wollte noch mal zeigen, ich bin hier wirklich mutterseelenallein. Niemand ist hier. Tschüss, ich heule. Jetzt geht's zurück. Leider. Aber ich habe ein cooles Fußbad. Also obwohl kühl kann man es nicht bezeichnen. So, jetzt trinke ich erstmal eine Kokosnuss. Kokosnuss ist leer. So viel hat er heute nicht gehabt. Also er hat gesagt, ich kann auch hier hochgehen. Ich habe gefragt, wie schnell man dann oben ist. Er ist in 8 Minuten. Ups, ein Rucksack. Er braucht 8 Minuten und dann habe ich gefragt, und ich? Vielleicht 15? Vielleicht ein bisschen besser als diese komische Straße. Voll süß. Jetzt hat er mir noch eine Kokosnuss gekauft. Ja, the coconut for me? Ja, I have one thing, yeah. Okay? Okay. Wie süß. Ich freue mich. Ich liebe das Fruchtfleisch so. Wenn es noch so richtig wabbelig da drin ist. Mal kurz zum Erklären. Das ist hier eine frische Kokosnuss. Man kennt die ja bei uns auch aus dem Supermarkt, wer noch nie in solchen Ländern war. Dass die so klein und braun sind. Das ist die Nuss, die da drin ist. Hier. Das Grüne ist die Schale. Und das ist hier eine frische Kokosnuss. Und da sieht das Fruchtfleisch so aus. Das ist richtig wabbelig, aber richtig lecker. Auf eins müsst ihr euch hier allerdings einstellen, hier gibt es kein Internet. Und da oben, ich drehe mal die Kamera um, da oben könnt ihr ein Flugzeug besichtigen. Wer ein kleines bisschen Luxus liebt, der hat hier Special-Unterkünfte. Aber ich weiß nicht, wie warm es da drin ist. Hier ist der Pool, Schaukel, ja, bestimmt heiß da in dem Luftballon. Also es gibt mehrere davon, wenn ich jetzt richtig gucke, zähle ich 4. Die Dinger heißen Bubble Hotel Bali. Nein, ich nehme mir keinen Roller hier hoch, ich mache das aus sportlichen Gründen. Da geht's runter und da geht's hoch. Das Problem ist nicht meine Kondition. Es ist so heiß an den Füßen. Aber jetzt wird's schattig. Gleich geschafft. Da oben ist schon die Schranke. Hat mich gerade einer gefragt, wie schlecht der Weg berghoch ist. Ich finde den einfacher als bergab. So, hier ist ganz schlechte Internetverbindung. Darum bin ich jetzt hier eingekehrt im Yang Yang. Restaurant und hier gibt es einen Eiskaffee, einen Schnaps dazu. Mit dem Geld ist immer ein bisschen special. Schaut mal, das ist praktisch derselbe Schein. Und einmal sind die 10.000 kleiner gedruckt, einmal größer. Und ich muss immer erstmal die Nullen zählen. Manchmal hat er auch noch eine andere Farbe. Man kann sich also nicht mal auf die Schnelle merken, was für ein Geldschein das ist. Oh, herrlich. Ich habe frisch geduscht. Jetzt sitzen hier die Vögel. Nimm nicht mehr. Und ich entspanne hier im Garten. Ist das herrlich.
Mir ist gerade eingefallen, so richtig in Uluwatu war ich noch gar nicht. Und da ich morgen weiterreise, habe ich jetzt beschlossen, ich fahre jetzt nochmal nach Uluwatu. So, jetzt bin ich tatsächlich in Uluwatu. Ich habe richtig, richtig Hunger. Aber ich dachte, den Strand schaue ich mir jetzt nochmal an. Das war das erste Mal, dass ich mit dem Grab gefahren bin und mein Moonbag anhabe und keinen Rucksack. Gar nicht so einfach hier den Eingang zum Strand zu finden. Hier sind nur lauter Restaurants. Na, schauen wir mal. Wieder lauter Restaurants. Gefunden. Da ist eine Treppe. Kommt man denn da hin? Ich glaube, ich habe es gefunden. Kommen jedenfalls alle mit dem Surfbrett von da unten. Boah, die Stufen? Sehr gut. Ich glaube, ich kann froh sein, dass ich nicht den Tag hier verbringen wollte. Auf jeden Fall hat man hier sicher den Schatten. Praktisch ist der Strand eine Höhle. Es ist ja jetzt Höchststand, das heißt, das Wasser ist jetzt abnehmen. Ich habe eine Idee, ich gehe jetzt erstmal was essen und komme dann wieder, dann ist ja noch weniger Wasser da. Das sieht wieder lecker aus. Vegetarisch, no spicy, muss ich mal dazu sagen. Das Essen hat doch etwas länger gedauert, aber ich hatte diesen wundervollen Ausblick auf den schönsten Sonnenuntergang von Bali. Dann bin ich noch mit dem Uber wieder zurückgefahren und todmüde in mein Bett gefallen. Wieder ein toller Tag geht zu